Brüder und Schwestern, in der ersten Lesung haben wir vom Schebna gehört, einen Tempelvorsteher. Man kann sich schwer vorstellen, worum es geht, also um wen es hier geht. Also dieser Tempelvorsteher, das ist, also glaube ich, nicht so eine gute Übersetzung. Es geht um eine Funktion, die er im Haus des Königs eigentlich hatte. Er war einfach der Hausverwalter für den König, also keine geringe Aufgabe, aber auch nicht so vielleicht herausragend wie ein Tempelvorsteher. Andere sagen, dass er, also man liest es, glaube ich, im ersten Buch der Chronik, dass er wahrscheinlich ein Schreiber des Königs war. Es ist nicht so wichtig, welche Funktion er hatte. Wichtig ist es, dass er eine wichtige Aufgabe hatte. Und diese Aufgabe bestand darin, dass er den König dienen sollte. Die Bibel berichtet nicht, was er angestellt hat, aber anscheinend etwas, was Gott nicht gefiel. Und deswegen wird ihm angedroht: Du wirst alles verlieren, was du hast, und ein anderer wird das haben, was du jetzt hast. Und dann geschieht es auch. Eliakim bekommt seine Aufgabe und er bekommt die Schlüssel des Hauses David. Also kann den Königspalast aufsperren und zusperren. Man muss sich da nichts Großartiges dabei vorstellen. Also nicht gleich das Theologisieren und so weiter. Es geht darum, dass er einfach ein treuer Verwalter wird. Also Schebna war es mal, dann nicht, verlor seine Aufgabe, weil der Herr das gesehen hat und gab diese Aufgabe Eliakim, einem anderen, der diese treu verwalten sollte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Aufgabe des Christentums ist, zu erinnern, dass wenn man eine hohe Aufgabe hat, vor allem eine Verantwortung hat und dass jede Aufgabe auch ein Dienst ist, vor allem ein Dienst. In unserem Orden sind die Oberen, werden ganz komisch bezeichnet. Also der höchste Obere ist der Provinzialminister. Und Minister ist nicht so wie ein Minister, den wir in der Regierung haben, sondern aus dem Lateinischen einfach der Diener. Deswegen Ministranten, das sind die Diener bei der Messe. Dann gibt es den Provinzialminister, der soll auch den Brüdern in einer Provinz dienen. In einem Haus gibt es dann einen Guardian, also einen, der beschützen soll, diese Brüder, vor sich selbst, vor anderen, vor allen Gefahren und ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Der Titel des Papstes ist auch kein anderer, der Diener Gottes heißt es. Also unter vielen Titeln, die da immer aufgeführt werden, die meisten sind unbrauchbar und nicht notwendig, aber dieser Titel ist einer, auf den der Papst nicht verzichten sollte. Wenn er das tut, dann schreibe ich ihm einen Brief, aber ich glaube nicht, dass es vorkommen wird. Weil das ist das Wesen seiner Aufgabe, der Dienst am Volk Gottes und an dieser Welt auch. Und als Getaufte sind wir auch zu diesem Dienst an der Welt berufen. Das wiederhole ich ziemlich oft. Ich sage es trotzdem noch einmal. Dieser Unterschied zwischen dem Weihepriestertum und dem allgemeinen Priestertum. Weihepriestertum, die Priester sind zum Dienst am Volk Gottes, also an den Getauften. Und allgemeines Priestertum, wir sind zum Dienst an der Welt. Und das ist keine kleine Aufgabe. Was heißt es, einen Dienst für die Welt zu schieben? Was heißt es, der Welt zu dienen? Ich glaube, das sieht man ziemlich gut an Petrus und an den Jüngern. Klar wird heute auch vom Primat des Papstes gesprochen und so weiter, aber ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, sondern vielmehr, welche herausragende Stellung dieser Petrus bekommt. Nicht, dass er über anderen Jüngern steht, das macht Jesus mit ihm nicht, sondern er stellt ihn hin und sagt ihm,
Du bist ein Fels in der Brandung. Dir wird nicht einmal Satan etwas anhaben können. Und auf dir werde ich die Kirche aufbauen. Und das mit diesen Schlüsseln kann man auch ein bisschen anders lesen, als es üblich gelesen wird, sondern wenn du etwas tust, dann wird es gemacht. Und man muss es auch verstehen, worum es hier geht. Also es gibt Jesus, der seine Jünger zur Nachfolge einlädt. Und diese Nachfolge bedeutet, wie Jesus an einer anderen Stelle sagt, euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Du sollst zu deinem Wort stehen. Und weitergedacht, das, was du tust, mach aus voller Überzeugung. Und wenn du es in Zusammenarbeit mit Gott tust, dann wird es wie dieser Schlüssel, die Petrus bekommt. Wenn du etwas losbindest, wird es frei. Und wenn du etwas schließt, zusammenbindest, wird es Halt haben. Aber die Bedingung dafür ist, dass man ein Jünger Jesu bleibt, keine geringere. Das ist dasselbe, was in der ersten Lesung steht. Wenn du in einer guten Verbindung mit Gott bleibst, wenn du immer wieder ihn fragst, was soll ich tun, wie soll ich das tun, dich immer wieder hinterfragst, ob du vielleicht nicht irgendwo fehlst oder was falsch gemacht hast, wie kannst du es besser machen, damit es gottdienlich ist und dieser Welt. Wenn du das tust, wirst du wie Petrus sein. Wenn du das nicht tust, wirst du sein wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die heute Jesus ein bisschen nerven. Man redet viel mit Gott und erzählt ihm alle möglichen Dinge, nur um sich mit der einen Frage nicht zu beschäftigen. Wie sieht meine Nachfolge aus? Was für ein Christ bin ich? Was für eine Christin bin ich? Gebet kann auch eine sehr gute Flucht vor der Wirklichkeit sein. Und Gott ist so nett, dass er sich das Ganze anhören wird. Er will uns nichts Böses. Aber deswegen diese Worte heute im Evangelium an Petrus. Du bist Fels, dir wird niemand was anhaben können und dein Wort wird Halt haben. Und das kann auch dir zustoßen. Das ist nicht nur eine Verheißung an Petrus, den Fürst, der Apostel und was weiß ich, den ersten Papst, sondern an jeden von uns. Gott sagt es uns zu durch die Taufe. Wenn du dich an sein Wort hältst, nach seinem Wort lebst, dann wird es Frucht bringen. Und nicht nur für dich, sondern auch für andere. So wie es wirklich mit diesen Aposteln gewesen ist. Und Petrus ist ein gutes Beispiel, von ihm berichtet die Bibel sehr viel, deswegen ist es einfach, auf ihn zurückzugreifen. Aber es geht darum, diese Verwandlung von Leuten, deren Horizont vielleicht ihr eigenes Dorf war und nicht viel mehr, und am Ende ihres Lebens wurde dieser Horizont geweitet, die ganze Welt war im Blick. Das tut Gott mit jedem von uns, wenn wir uns darauf einlassen. Und auch das, was Petrus macht, solange er Dinge tut, die er von zu Hause gelernt hat, also dieses Fischen oder was weiß ich, was die anderen Jünger gemacht haben, ist es nicht besonders erfolgreich. Höchstens reicht es gerade so zum Überleben. Und wenn Petrus auf Jesus hört, das tut, was er sagt,
dann macht er Dinge, von denen er keine Ahnung hat, und es gelingt. Das ist das Erstaunliche. Da braucht es ein bisschen Mut in der Nachfolge, aber ich möchte dich auch ermutigen. Höre dieses Wort, das heute gesprochen wird, dass du wie Petrus sein kannst, ein Mensch, der, wenn er sich auf das Wort Gottes einlässt, dieses Wort Fleisch annehmen lässt, dass das, was Maria verkündet wurde, auch in deinem Leben Wirklichkeit wird, dass Jesus greifbar wird dadurch, was du tust, wie du lebst, nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und das ist das große Geheimnis des Glaubens. Wenn wir tun, was Gott uns vorlebt in Jesus, wenn wir uns von seinem Wort und Fleisch und Blut speisen, dann wird unser Leben verändert. Weil man wird immer wieder durch dieses Wort herausfordert, durch diesen hohen Anspruch, den die Bibel an jeden von uns hat. Und es muss dir nicht alles gelingen, darum geht's nicht. Perfekt musst du nicht sein, es war auch keiner der Apostel. Aber es geht nur um diese Haltung. Und vielleicht kannst du diese Woche dich darin üben. Nimm dir vielleicht die Bibel, das Matthäus-Evangelium ist toll, es ist einfach zu lesen und es ist eigentlich leicht verständlich. Und lass dich von diesem Wort inspirieren. Höre, was Gott dir zu sagen hat. Vielleicht gibt es etwas, wo du aufmerksam wirst, wie Jesus mit dem oder jenem Menschen umgeht oder was er tut oder wo er hingeht, damit du dann etwas tun kannst, was für uns Christen lebensnotwendig ist. Weil im Glauben geht es nicht nur darum, irgendwie perfekter zu werden, besser zu werden. Das ist nicht das Wesentliche. Es geht nicht nur darum, sich selber zu verändern und die Welt zu verändern, ihr etwas Gutes tun, sondern das, was, glaube ich, am Ende des Matthäus-Evangeliums steht, der große Auftrag, den Petrus und die anderen Apostel bekommen haben, geht in die ganze Welt hinaus und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und dieses Verkünden des Evangeliums ist nur möglich, wenn dein Lebenszeugnis, nicht die Lehre, die du hast, sondern dein Lebenszeugnis überzeugt. Wenn das nicht gegeben ist, kannst du den Leuten von Jesus erzählen, was du wirst, sie werden dir kein Wort glauben. Aber wenn du wirklich aus der Überzeugung heraus, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, derjenige, der von den Toten auferstanden ist und diese Welt erlöst hat, handelst, dann wird viel mehr geschehen. Du musst kein Wort sagen und Menschen werden dir folgen. Und die werden dich fragen, warum lebst du so und nicht anders? Warum tust du dir das an? Und dann kannst du antworten, ich kenne einen, der mich das gelehrt hat und kann's von Jesus erzählen. Aber als erstes ist dieses Hören auf das Wort Gottes. Dazu möchte ich euch wirklich einladen, heute an diesem Sonntag. Die ganze Woche ist noch da, steht vor uns. Was machst du am Abend? Du kannst vielleicht 10 Minuten, 20, eine Stunde lang in der Bibel lesen. Matthäus Evangelium ist wirklich gut. Und dich inspirieren lassen für dein Leben und für das Leben dieser Welt.